Dann schnappe ich mir gleich den Builder's Wand. Mitte war da, wo das Loch ist. Okay, das heißt, du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. 13 Kobbel. Wir brauchen mehr Kobbel, viel mehr Kobbel. Wächst schon. Sehr gut. Oh, und zwischendurch was essen. Nom 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 nom. Nom nom. Wir sind immer noch bei 400. Ich stelle es mir sehr komisch vor, absichtlich so ein System aufzubauen. Es scheint vollkommen stabil zu sein. Und ein vollkommen stabiles System ist schwierig herzustellen. Egal, lass dich nicht irritieren, Gerogon von Kleinigkeiten. Schmeiß Zeug ins System, damit es instabil wird. Und Bienen und alles Mögliche. Hm, hol Kobbel raus. Kobbel, 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 Kobbel. Den Wand habe ich aber nicht rein. Ich habe sogar den Wand da reingeworfen. Okay. Du da, du da. Und teures Zeug wirfst du bitte auch mal rein. Nur für den Fall, dass du gleich runterpurzelst. Ja, die brauchst du auch gerade nicht, glaube ich. Okay. Auch wenn jetzt eine Bronze-Axt und eine Bronze-Picke nicht mehr so super toll ist. Theoretisch könnten wir die Allumite-Dinger wieder herstellen, aber ja. So, erstmal brauchen. Oh. Hallo? Ich habe meine Axt gerade weggelegt. Könntest du bitte uns nicht anspringen? Das ist super, danke. Da, da, da. 1, 2, 3. Das ist der Abstand. Hier fängt die Plattform an. Okay. Einfach rückwärts Richtung Void gehen und klicken und klicken und noch zweimal klicken, eventuell dreimal. Zweimal reicht, okay. Hallo Spinny. Alles gut, Spinny. Oh, ich habe eine super Idee, Spinny. Du springst uns an, fällst runter. Eigentlich wollte ich, dass du ins Void fällst, aber so ist auch okay. So, zweimal noch. Eins, zwei und Builders One Time. Bam. Er baut nicht bis ganz nach hinten, aber ist völlig okay. Jetzt müssen wir. Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir uns oben orientieren, bis wo wir bauen. Aber das wird dann wohl nichts. Du. Also hier ist noch Brücke. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wir können einfach dich nehmen als 8. So, das ist die Mitte. Oh, so. Und jetzt nach hinten gehen und 7 mal rechts drücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Theoretisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. So. Und jetzt können wir das Ganze einfach noch da ziehen, dann passt das. Oh. Der Builder's Wand ist. Hat er keinen Gedankensprung gemacht? Ja, okay. Es wäre auch unheimlich, wenn er den gemacht hätte. Also, wenn er gesehen hätte, dass. Oh, auf der Seite ist Kobbel, auf der anderen Seite ist Kobbel. Er will bestimmt, dass ich die beiden Gebiete verbinde. Hätte man aber programmieren können, aber ist unnötig aufwendig. So, ich muss ja nur einmal klicken und dann passt das schon. Du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Eine Reihe hier noch lang und die Plattform steht. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich immer so davor ziere, neue Plattformen zu bauen. Das dauert jetzt inzwischen nur noch 2-3 Minuten. Und wir haben ganz viel neue Spielfläche. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, blub. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Also, das ist jetzt die östliche mittlere Plattform. Das heißt, ich zeichne schon mal an, wollte ich fast sagen. Also, ich setze schon mal die Brücken nach Norden und Süden, damit ich nicht wieder irgendwelche doofen Maschinen da hinsetze. So. 2.
3. Da lang. Mitte. 1, 2, 3. Und Brücke, Brücke. Sehr gut. Also, das ist jetzt Süden, Mitte. Energiegewinnung hierhin. Die Energiegewinnung wird sehr viel Platz in Anspruch nehmen. Aber man braucht theoretisch ja nur einen ganz schmalen Gang hier am Rand lang, um dann zu der Nordostplattform und der Südostplattform zu kommen. Ja, das wäre okay. Nächstes Problem. Wir werden jetzt nicht... Wir werden auf keinen Fall, hör mir gut zu, Gerogon der Zukunft, wir werden nicht die Dinger abbauen, bevor hier nicht das gesamte System steht. Ne? Okay, haben wir uns verstanden. Das heißt, wir müssen jetzt ganz viel Clay herstellen. Und das war's eigentlich schon. Achso, und ganz viele Exporter. Die Exporter sind ein Problem. Was wird eine ganze Weile dauern, bis wir mal einfach so 4, 5, naja, sagen wir mal ein Stack Exporter bräuchten wir für ein ordentliches System. Und ein Stack Exporter, das ist viel zu viel Eisen. Das heißt, wir bauen da drüben jetzt ein System auf, aber es wird vorläufig erstmal wieder mit Cobble mit Ducts funktionieren, mit Item Ducts. Die sind zwar doof und verursachen Leck und sowas halt, aber es geht gerade nicht anders. Obwohl, was sagt unser Eisen? Sagt bestimmt nichts Tolles. 84, das geht fast. Wir könnten peu à peu das machen, aber... Ich will genug Strom haben und genug Ressourcen. Wow. Okay, ja, nicht Bronze. Ich will genug Eisen haben. Es ist schön, dass wir jetzt genug Bronze haben für alle möglichen Forestry-Maschinen, die wir wahrscheinlich nie bauen werden, weil die wichtigsten Forestry-Maschinen für uns jetzt schon dastehen. Ja, aber trotzdem schön, dass wir es haben. Ich hätte aber gerne so viel Eisen. Oder mehr Eisen. Klick, klick, klick. Ich mache das System erstmal sauber. Du, 31. 9, 18, 27. 28, 29, 30. Okay, Bronze ist draußen. Verzählt. Bronze ist draußen. Klick, 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 klick. So, was haben wir da? Fast ein Stack Bronze. Sehr schön. Rinder. Flop. Ja, sehr schön. Du. Also, wir bauen entweder ein System auf, das gleich funktioniert und sehr schnell sehr viel Lava bringt, was wir aber umbauen müssen. Oder wir warten jetzt noch eine ganze Weile, bauen erstmal noch ein kleines System auf, das man dann nach und nach erweitert. Ich glaube, ich nehme die zweite Variante. Keine Lust, ein System wieder aufzubauen, sie später wieder abreißen werde. Das mache ich schon oft genug. Das muss ich jetzt bei dem Projekt nicht auch noch machen. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht, weil ich zu viel Eisen rausgeholt habe, das wir gar nicht haben. Iron. Gib mir Iron. Tu rein, Iron. Das wird jetzt eine Weile dauern. Okay, die Blöcke können wir schon mal zerlegen. Die schmeißen wir da rein. Ich hätte gerne... Oakwood. 1, 2, 3, 4, 5 Stacks. Um ein bisschen Holzkohle herzustellen, damit die Furnace auch was zu tun haben. Du, dahin, du, dahin, du, dahin. Plastik raus, Plastik raus. So. Also, Eisen, wie immer ein Problem. Ist aber okay. Wir haben eine neue Plattform. Wir haben... Oh, Fluid Importer, warte. Ich hätte jetzt gerne als nächstes kleines Mini-Projekt Wasser im ME-System, aber nur begrenzt viel.
Ich glaube, ich müsste das dann quasi von Hand machen. Aber wirklich nur quasi. Ich zeige euch mal ganz kurz den Trick. Applied. Und zwar haben wir hier ein Black Cable. Wir brauchen dafür extra schwarze Farbe. Ernsthaft? Ah, Dark Cable. Schon besser. Dachte schon. Dark Cable. Ein Dark Cable leitet kein ME-Netzwerk. Also die Dinge hier leiten ME-Netzwerk. Ein Dark Cable leitet es nicht. Außer es wird angeschaltet mit einem Schalter oder einem Redstone-Signal. Das heißt, wir nehmen uns jetzt ein Lever. Machen das da weg. Haben wir noch einen Fluid Importer? Fluid Import Bus. Okay. Dann brauchen wir einen Aqueous Accumulator, den wir nicht mehr haben. Wollen wir uns den da hinten klauen? Wow. Fehler, 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 Fehler. Hack. Jo. Deckung. Oh, ich habe einen ganz teuflischen Plan. Kommt mal näher her, Jungs. Oh, das war zu schnell, zu nah. Ich kann nämlich die Dinge hier drücken. Und das macht Schaden an Kreaturen. An mir nicht, aber an Kreaturen. Fackeln 2 reichen nicht. Boing. Torch da. So, du ins System, du ins System, du ins System. Weg mit euch. Und ist ein Toastbrot. Henkersmahlzeit und so. Aber es waren. No. Ja, es waren nur 2 Skelette. Dann bin ich kurz weggelaufen. Okay. Krieg ich hin, 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 krieg ich hin. Oh, oh. Krieg ich hin, krieg ich hin, krieg ich hin. Genau, schießt euch gegenseitig kaputt. Ich muss nur nah genug dranbleiben, denn spawnen keine neue. Oh. So. Komm, schieß. Jo. Okay. Ding, Ding, Licht. Ding, Ding, Licht. Egal, hauen wir es mal so hin. So, so, so. So. Licht. Und wir haben keine Pickaxe dabei, deswegen könnte das jetzt ein bisschen dauern, aber ich will den trotzdem weg haben. Also, Plattform ist schon mal ausgeleuchtet. Wollte gerade irgendwas von Hand bauen. Ah ja, also haben wir auch hier noch Licht hin. Und dann brauchen wir den Aqueous Accumulator. Und zwar 9. Ich will nicht den hier irgendwie hijacken. Das wäre doof. So, hier ist alles gut, alles ruhig, alles tot. Aqueous. Falsch geschrieben. Akku. Da. Was fehlt? Ein Bucket. Bucket aus Aluminium. Bitteschön. Und Pneumatik-Servo aus Silber. Nee, danke. Bronze. Aluminium. Ding, 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 ding. So. Wir sind immer noch bei 380 bis 400. Das fasziniert mich. Egal. Du. Bau dich. So. Jetzt hätte ich gerne einen Platz für eine neue Minimaschine. Hier. Hier ist sogar sehr gut. Du. Oh. Ups. Das war nicht beabsichtigt. Okay, danke. Da. Das heißt, er hat einen Wassersourceblock in der Nähe, müsste sich also schneller füllen, als es normalerweise tun würde. Wasser. Bist du kaputt oder sammelst du nichts, solange da kein Abnehmer für da ist? Oh gut, hier hast du einen Abnehmer. Hier hast du ein Nichtgabel. Und dann brauchen wir hier irgendwo einen Anschluss zum ME-System. Dafür brauchen wir normale Kabel.
Kabel da. Nicht alle. So. Hier kommen die komischen schwarzen Dinger hin. Die haben oben drauf. Kann ich hier raufspringen? Aha. Okay. Da, da, da. So. Du kannst wieder weg. Dann gehen die hier lang. Und verbinden sich da unten. Der da unten kann wieder weg. So. So, und der leitet jetzt kein Redstone-Signal, solange bis ich dann einen Schalter neben mache und den Schalter drücke. Reicht der Schalter hier? Ja, warum? Du siehst komisch aus. Sind das die richtigen? Du importierst jetzt gerade Wasser. Aus. Wir müssen jetzt Wasser im System haben. Oh, 5 Millibuckets. Wow, das System wird gesprengt. So, warum machst du so wenig Wasser? Okay, das können wir heben. Wo ist meine Picke? Ist mir jetzt egal, ob ich sie verlieren könnte oder nicht. Ich will meine Pickington. Da. MC Pickington, der dritte Mining Level Diamond. Skill Level Clumsy. Ist ein wenig unepisch, aber ja. So, du weg. Du komisches Ding weg. Hier noch ein Source Block hin. Fängst du jetzt langsam an zu arbeiten? Ja, tust du. Sehr gut. Wie viel hätten wir denn gerne im System? Beziehungsweise wie viel können wir überhaupt einlagern an Flüssigkeit? Viel. Guckt euch das mal an. Wir haben bisher erst eine Auslastung von 27 von 65.000. Wir können nur noch eine andere Flüssigkeitsart einlagern, aber das ist nicht so wirklich das Problem. Das Einzige, was mir jetzt ad hoc einfällt, was ich noch einlagern möchte, wäre Milch. 32, 33. Ja, oh. Das war so nicht geplant. Wo sind die Cans hin? Na, ja, zerstört. Doof. Na gut, wir haben jetzt 21 Buckets im System. Das ist schön. Das heißt, wir können jetzt jederzeit Wasser exportieren. Das wollte ich für irgendwas haben. Ich weiß nicht mehr genau was. Aber solange ich es haben wollte, war es wohl irgendwas Wichtiges.